Olaf Scholz haut die Kohle raus. Leider nicht zu Hause in Deutschland, sondern im Ausland. Der Bundesfinanzminister will den deutschen EU-Beitrag ab 2021 von derzeit 30 Milliarden jährlich auf künftig 45 Milliarden jährlich aufstocken. Ein sattes Plus von 50%. Und das ganz ohne Not, denn gebeten hat ihn bisher offiziell niemand aus Brüssel um diese drastische Erhöhung. Der ehemalige Hamburger Oberbürgermeister hat sich seit seinem Amtsantritt als Finanzminister einen Ruf als knallharter Sparer gemacht, zumindest bei der Planung des Bundeshaushalts. Straßenbau, Bundeswehr, Bildung, Rente, für Scholz ist es alles nicht so dringend. Dass er jetzt doch plötzlich für Brüssel diese deutliche Erhöhung vorsieht, ist weder mit dem künftigen Wegfall des britischen EU-Beitrages noch mit der von Brüssel geforderten Erhöhung des deutschen Beitrags zu erklären. Im Gegenteil, noch vor einer Woche sprach Scholz im Haushaltsausschuss von einem geplanten deutschen EU-Beitrag von 1%. Das wäre dann 35, aber eben nicht 45 Milliarden jährlich. Sparen scheint Scholz beim Thema EU nicht in den Sinn zu kommen. Während viele andere Mitgliedsländer bei den EU-Beiträgen lieber bremsen wollen, prescht Scholz vor und schaltet gleich zwei Gänge hoch. Völlig unklar ist, für was genau diese massive Erhöhung der Beiträge verwendet werden soll. EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger fordert zwar schon länger eine Erhöhung der Beiträge auf 1,11% der jeweiligen Bruttonationaleinkommen, hat aber bis heute keinen Haushaltsplan vorgestellt, was mit dem Geld konkret getan werden soll. In seriösen Unternehmen würden solche Forderungen ohne Planung nur auf unverständliches Kopfschütteln stoßen. Die EU soll sich nach dem Subsidiaritätsprinzip der Maastrichter Verträge auf die Probleme konzentrieren, die auf nationaler Ebene nicht lösbar sind. Und das ist in den meisten Fällen nicht nur eine Frage des Geldes. In Deutschland sind 1,5 Millionen Menschen auf Sozialtafeln angewiesen. Unsere Straßen und Schulen gammeln vor sich hin. Die Bundeswehr, besser gesagt, was von allein davon übrig gelassen hat, ist in einem erbärmlichen Zustand. Eine deutliche steuerliche Entlastung der Bürger, die Abschaffung des Soli, das wären richtige und wichtige Signale. Herr Scholz sollte sich daran erinnern, wem er seinen Job als nationaler Kassenwart zu verdanken hat.